das Buch Phytos der Tibeter kennt. Kennen Sie das? Phytos der Tibeter? Nein, das kenne ich nicht. Ah, okay. Aber um das vielleicht eben vorab zu beantworten, ich sage es nicht umsonst, heißt ja dieses Buch, über das wir heute primär gesprochen haben, der verborgene Schlüssel zu Atlantis. Also wenn man, das haben Sie auch schon erkannt, wenn man den Schlüssel erstmal erkannt hat, dann finden Sie in all diesen Überlieferungen, sicherlich auch gerade in dem soeben genannten Buch, ebenfalls Hinweise. Ja. Hinweise auf dieses Szenario, das ich also hier beschrieben habe. Jetzt, vielleicht gegen Ende, möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, was Sie glauben, was machen die Götter jetzt? Ne? Also ja, was machen die Götter jetzt? Damit muss ich jetzt vieles überspringen, was ich gar nicht erklären konnte. Also, ich gehe davon aus, dass im Rahmen, das muss ich jetzt einfach so rüberbringen, ohne dass wir es hinterfragen können. Vielleicht haben wir ein andermal dafür Zeit. Ja. Dass im Rahmen dieser Katastrophe der Mond entstanden ist und sich das Gewicht auf der Erde verändert hat. Dass die Erde vorher schneller rotiert ist und dass durch die Mondentstehung und noch einen anderen Effekt, den ich jetzt gar nicht erst erwähnen will, sich das Gewicht auf der Erde verändert hat. Deswegen gab es früher Riesen und Dinosaurier und heute eben nur relativ kleine Menschen und relativ zu Dinosauriern kleine Tiere. Ja, aber da sind wir wieder bei diesen 65 Millionen Jahren. Die gab es vor 65 Millionen Jahren. Ja, das ist auch eine Geschichte, die ich also hier jetzt nicht weiter erläutern kann. Das ist die Meinung der Wissenschaftler, die sie aus radiometrischen Datierungen ziehen. Bloß, wenn wir vor 20.000 Jahren eine Raumstation gesprengt haben mit radioaktiven Sprengsätzen, dann ist die Frage, inwieweit diese radiometrischen Datierungen verfälscht sind. Ja, das muss man einfach jetzt erstmal offen stehen lassen. Aber die Frage, wo sind die Götter, es hängt meiner Ansicht nach damit zusammen. Dadurch, dass sich das Gewicht auf der Erde verändert hat, ja, ist vielleicht auch ein Hinweis, wie konnten früher so große Steine bewegt werden, sind diese Götter auch nicht mehr an das Gewicht dieser hiesigen, heutigen Erde angepasst. Auf Deutsch gesagt, sie haben praktisch kein Interesse mehr dran, weil sie können nicht mehr hier drauf. Sie sind ein viel geringeres Gewicht gewöhnt. Dazu kam natürlich, dass ihre Heimat, ihre Raumstation kaputt war. Und ich vermute, dass sie sich mit ihren Rettungsschiffen irgendwann weitergeschlagen haben. Ob auf ihren Heimatplaneten zurück oder auf einen anderen Planeten mit angenehmerer Schwerkraft, das kann ich nicht sagen. Jetzt muss ich ja natürlich doch noch auf das Drei-Buchstaben-Wort zurückkommen, das in dieser Sendung natürlich oft behandelt wird, nämlich nach der Frage, kommen Sie zurück oder sind Sie vielleicht schon wieder da? Ja, ich glaube nicht, dass Sie da sind. Ich sagte ja, Sie sind an eine andere Schwerkraft gewöhnt. Sie waren wahrscheinlich so groß wie die damaligen Menschen, nämlich Riesen. Und wenn wir jetzt einen hätten, einen dieser Götter, der vielleicht 5 Meter groß ist, ich denke mal, das würde uns auffallen. Das kann natürlich nicht ausschließen. Ich glaube nicht, dass es nur die Erdbewohner gibt und diese eine Zivilisation, die damals mit dem Raumschiff namens Atlantis hier war, sondern es kann natürlich noch andere Zivilisationen geben. Und ob die unter uns leben, das kann ich nicht beurteilen. Aber Sie glauben nicht, dass das UFO-Phänomen irgendwas damit zu tun hat? Ich glaube es nicht, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Mhm. Ja. Es kann durchaus sein, dass die Götter hier im Sonnensystem sind und trotzdem die ganze Geschichte weiter beobachten. Das kann ich alles nicht ausschließen. Ja, und ich meine, abschließend die Frage, ich meine, glauben Sie, dass diese Götter wieder zurückkommen irgendwann? Ich meine, die hatten doch irgendwann ein massives Interesse und... sie hatten aber Interesse an einem Planeten, auf dem sie auch leben konnten. Aber dadurch, dass sich das Gewicht deutlich erhöht hat und vermutlich auch die Atmosphäre, die wahrscheinlich früher viel, viel dichter war, ist meiner Ansicht nach dieser Planet für diese Götter, die damals vor mehr als 10.000 Jahren hier waren, nicht mehr so interessant. Aber die lebten doch sowieso auf der Raumstation, das kann ja doch egal sein. Nicht nur. Ah, okay. Die Gigi lebten auf der Raumstation. Ich meine, und viele andere Götter unten auf der Erde. Frage kam auch im Chat und die finde ich recht interessant, gab es auch eine Bodenstation? Ihrer Meinung nach? Ja, sicherlich. Sicherlich gab es auch Bodenstationen. Aber was davon nach der großen Katastrophe davon übrig ist, weiß ich nicht. Ich vermute ganz stark, dass die beiden großen Pyramiden vorsintflutlich sind.
Ob die direkt wirklich als Bodenstation gedient haben, weiß ich nicht. Ich vermute eher, aufgrund bestimmter alter Texte, dass diese auch dazu gedient haben, einen Teil der Menschen dort unterirdisch unter dem Gizeh-Plateau überleben zu lassen während dieser Katastrophe. Die Götter, sehr schön in der Tempellegende nach Nerval beschrieben. Phönix schreibt da, die Götter sind also Aliens, Rufzeichen. Glauben Sie das auch? Ja. Ja. Aber wir wissen halt leider nicht, woher sie kamen, wir wissen nicht, wohin sie gingen, wir wissen nicht, ob sie wieder da sind oder wir Nein, wissen das echt. Weiß ich alles nicht. Ja. Also ich lasse mich nur dann zu wirklich konkreten Aussagen hinreißen, wenn ich ausreichend viele Indizien habe. Ich halte nichts davon, jetzt zu sagen, ich glaube, die Götter kommen von dort und sie gehen dorthin. Ich weiß es einfach nicht. Da muss ich an den Stellen muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ja, das ist ja auch durchaus legitim. Ich meine, das, was Sie da an Spekulation weitergeben, ist ja schon erstaunlich genug. Also ich glaube, es ist und Sie halten sich eben an so weit daran, was Sie jetzt glauben, aus den alten Texten herauszulesen, und den Rest müssen Sie halt dabei weiß lassen. Aber ich nehme an, Sie werden nicht aufhören zu forschen, oder? Mit Sicherheit nicht. Ja. Mit Sicherheit nicht. Also ich gehe davon aus, dass mit jedem Tag wird dieses Netz, wird dieses Puzzle einfach dichter und immer mehr bestätigen sich Sachen also gegenseitig. Also ich bin mir ganz sicher, dass in spätestens 20 Jahren die Wissenschaftler, wenn sie auf dem Mond bohren, ganz schnell feststellen, dass der Mond viel jünger ist als jetzt angenommen. Weil es nämlich ganz schnell warm wird, wenn sie in die Tiefe gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Keine Ahnung, ob er nicht schon Bohrungen gemacht hat. Aber naja, noch nicht, jedenfalls nicht so tief. Aber wenn man in den nächsten 20 Jahren sich richtig auf den Mond einrichtet und richtige Tiefenbohrungen macht, dann wird man ganz schnell feststellen, das leite ich einfach aus meiner Atlantis-Theorie ab, dass man ganz schnell feststellt, dass der Mond viel, viel jünger ist. Und dann stellt sich ganz von selbst die Frage nach den radiometrischen Datierungen und deren Zuverlässigkeit. Okay. Herr Bremer, die Zeit ist vorbei, sie ist vergangen wie im Flug, und ich danke Ihnen für diese spannende Sendung und für dieses sehr spannende Interview. Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und ich denke, vielleicht können wir ja einmal einen zweiten Teil zu dieser Sendung machen, wenn Sie möchten. Ja, das würde mich freuen, weil mir ist natürlich völlig klar, dass in diesem ersten Teil von mir so viele Aussagen gekommen sind, die ein Uneingeweihter einfach als verrückt ansieht, und das muss sich erstmal setzen, und dann könnte man in dem zweiten Teil sich auf diese alten Aussagen von heute beziehen und das Ganze weiterentwickeln und dann eben zeigen, wie diese Vernetzung so läuft. Die Vernetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse mit diesen alten Überlieferungen. Okay, vielen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich auch und wünsche dasselbe. Danke. Tschüss. Und ich muss jetzt am Ende doch an diesen Roboterkopf denken, den Richard Hoagland, auch ein sehr umstrittener Mann, auf einem Foto des Mondes entdeckt haben will. Keine Ahnung, also die Vergangenheit ist rätselhaft und sie wird noch viele Überraschungen bergen. Das nächste Mal Crop FM findet statt am 16. Juli 2007. Mein Gast ist Goran Kikic, ich freue mich schon sehr auf diese Sendung, sie wird heißen Wunder des Alltags, denke ich, der Titel steht jetzt schon fest. Zu hören am 16.07.2010. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören, fürs Interesse. Der CropCom hat wunderbar funktioniert, was mich sehr freut. Ja, bis zum nächsten Mal und macht es gut.